Friedrich Stehler ist ja dann ein Verbrecher, wenn man das sagt. Wir waren mit auf dem Feld und haben bei der Ernte der Tabakblätter mitgeholfen. Friedrichsthal wurde zu einer Art Vorbilddorf. Oder hat meine Mutter uns das Rad genommen, uns hinten und uns vorne und sind in den Bunker gefahren. Tage später mit der Vergewaltigung, das war ja schlimm. Gestern noch in der Tabakscheune, heute auf einer Verkehrsinsel. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich zu Recht, warum steht ihr jetzt auf einer Verkehrsinsel? Ich habe auf das Video geklickt wegen Trachten und Mundart. Tatsächlich ist Friedrichsthal aber genauso eine Insel wie diese Verkehrsinsel, und zwar eine Sprachinsel. Warum und weshalb, das kann euch Else Goranfloh aber wahrscheinlich deutlich besser erklären als ich. Friedrichsthal ist eine Sprachinsel, weil die Hugenotten zuerst emigriert in der Pfalz 12 Jahre lang waren. Und die haben dann wirklich, also bis auf den heutigen Tag, die ganze Pfälzer, Wesch und Seef und ich glaub's. Und das ist, grenzt sich ganz deutlich ab. Kirsche, also Kirsche, oder ganz dieses die richtige vorpfälzische Mundart ist da noch rübergekommen bis heute. Also wenn es mal brenzlig wird und mir sagt zu einem, du bist ein Simpel oder du bist, das ist eine Mundart, dann wird es dann eingepackt, du bist ein Sidion, sagt man dann. Die Mundartler wissen, was das heißt, aber es ist doch ein bisschen humaner wie simpel. Ein Sidion ist der, wo manchmal Sachen macht, wo man nicht mit einverstanden ist. Okay. Was man in der Mundart sagt, wenn es manchmal ein bisschen härter ist, ist es immer noch akzeptabel. Das merke ich mir mal. Aber wenn ich da so genau zuhöre, denke ich mir schon, heute wird es, glaube ich, nicht mehr so viel gesprochen, oder? In der jungen Generation geht sie total verloren. Also ich merke das selber bei meinen Enkelkindern, dass es einfach nicht mehr gebräuchlich ist. Es ist im Verschwinden. Es ist wenig Interesse da. Wir müssen das schon regelrecht einmal rauskitzeln, dass sie sich vielleicht bei verschiedenen Mundartkollegen haben. Die haben das in der Schule. Habe die ein bisschen was so Erzählkaffee gemacht oder mal während dem Deutschunterricht mal, dass das die Kinder mal überhaupt sehen oder hören, was das ist. Aber es ist schon schwierig. Das ist nicht so, dass die Jugend, die hat nur wenig Chance, mit der Mundart überhaupt in Berührung zu kommen, weil es einfach ganz, ganz wenige noch sprechen. Da ist ja sogar ein Buch von Else Goranfloh drin. Und tatsächlich sind da einige Mundartstücke drin. Vielleicht probiere ich das auch mal aus, so eins zu lesen. Kann ja nicht so schwer sein. Heimat, das ist die flache Hart. Ein Menschenschlag besonderer Art. Französisch man bis heute nennt. Ehrlich gesagt, ich glaube, Else Goranfloh kann das besser als ich. Ich glaube, da hören wir lieber mal bei der Else Goranfloh selbst rein. Also Mundart hat immer mit Heimat zu tun. Und bei Heimat, da haben wir noch ein bisschen einen Schaden irgendwie durch unsere Kindheit. Das war so, irgendwie war man vorsichtig noch. Und ich habe dann einfach gedacht, ich muss das einmal zurechtdrücken. Und meine Großmutter, wie gesagt, die hat dann den kleinen Bach vorne bei der Friedrichsthaler Mühle gewohnt. Und da sind wir als 10 Enkelkinder immer eingekehrt. Und da, genau da, habe ich beim Besuch von dem Terrain draußen, die Friedrichsthaler Abhau und Richtung Spück, da ist das Gedicht entstanden. Heimat. Heimat ist Luft, wo so erdig schmackt. Wiese und Wald, die Äger frisch kackt. Pflug, Ege, der Duwak, Frucht und Ehren, erste Liebe und die, wo man sieht so gern. Heimat, Kirch, Schul, Tradition, Verbot. Heimat ist Gneisle am frischen Lebrot. Heimat ist der Großmutter ihre innere Stupp. Kanapee, Rahmkuchen und Grombeersuppe. Wintervoller Schnee, Selle Wasserlach,
das Gängle und das Grävle und die Gläubach, Kuh und Gaul, der Hund und die Katze, der Riesel ums Maul und dem Lehrer sei Tatze. Heimat ist Uniform, Bunga, die Pimpf, Schafwollsocke und beißige Strümpf. Heimat ist Elfe und Bettlerkleider, Kinderarbeit und arme Zeiten. Heimat ist da, wo sie die Moores lehren, wo alte Sünden niemals verjähren. Heimat ist Schicksal, Scherbe und Glück, Feder und Base, die Siebe am Stück. Heimat ist Herberich, halt und hart, sie holen die Einlaufscha noch so weit fort. Heimat, das alte Haus, Schopf und Scheier, der Linnenbaum. Heimat ist die Altleier, lieb und teuer, aber der Harm ist der Harm. Tatsächlich hat Friedrichsthal neben seiner eigenen Mundart aber auch eine eigene Tracht. Und die durfte Laura mal anziehen. Tracht war, das ist erst, ich glaube, erst für die Jubiläe wieder aufgeweckt. Das heißt, ganz früher gab es das noch gar nicht, nee, als jetzt kam? Das kam erst später. Ich glaube, beim 200, bei der 250 Jahre. Okay, das heißt, davor gab es Zugtrachten noch gar vorher nicht? Vorher denkt mir nichts, nee. Okay. Und die Haube gehören halt dazu. Ich habe immer zu ihnen gesagt, wenn da keine Haube aufzieht, ist die ganze Tradition weg. Heutzutage sieht man eigentlich jetzt in Friedrichsthal niemand mehr mit der Tracht rumlaufen. Der einzige Tag, an dem das noch der Fall ist, ist an der Konfirmation. Da tragen die Mädchen noch heute das Hugenottentuch. Die sind ausgeliehen worden, da gab es dann Tücher und gibt es heute noch. So etwa hat man es dann gehabt. Cool. Und dann umgelegt quasi. Ja. Und vorne wurde es dann gebunden. Ja, aber das Tuch war zu meiner Konfirmation, das war unausweichlich immer. Alle, das war durchgängig. Das war bei meiner Großmutter, Mutter, war immer das Konfirmandentuch. Okay. Das ist fest, das war fester Bestandteil. Eigentlich aber das war das Einzige, was man damals in Tracht praktisch bewusst ist. Die Friedrichsthaler Tücher sind angelehnt an die Tracht von Billigheim in der Pfalz, wo die Hugenotten einige Zeit gelebt hatten, bevor sie Friedrichsthal gegründet haben. Ein ganz altes Tuch existiert noch, das wurde getragen bei der Konfirmation am 3. April 1811 in Friedrichsthal. Die Margot Garfloh hat also diese Tücher verwahrt und gewaschen und bereitgehalten, bis ihr 1998 erkrankte. Und dann fanden wir keine, beim Gustav, keine Tücher. Die Konfirmation 1999 nahte. Und dann haben wir meine Frau gebeten, Hilde, dass sie die Tücher macht. Und jetzt sind insgesamt 15 Stück vorhanden. Und wo die anderen sind, das weiß der liebe Herrgott. Trachten machen schon was her, muss ich sagen. Und auch die Mundart, muss ich sagen, hat deutlich mehr Charme als jetzt so die Sprache, die jetzt so jeder spricht. Und Moment, man findet auch plötzlich Karten in diesen Büchern von Else Gorenfloh. Aber ich glaube, das ist was fürs nächste Video.